Sparkasse Südholstein ist weiter auf Erfolgskurs. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von B2B TV. Die Sparkasse Südholstein setzt ihre positive Entwicklung fort. Auf der Bilanzpressekonferenz der Sparkasse Südholstein standen viele wichtige Punkte auf dem Programm. Unter anderem das deutliche Wachstum im Kundengeschäft oder der Ausbau der Beratungsleistungen. Wir konnten unseren eingeschlagenen Weg aus 2014 auf 2015 fortsetzen. Wir konnten unser Betriebsergebnis deutlich steigern. Wir konnten unsere Kundeneinlagen steigern, Kundenkredite ebenfalls. Insofern sind wir auf einem guten Weg und vor den Bedingungen, die wir haben, sehr zufrieden. Nämlich die EZB-Niedrigzinspolitik wirkt sich auch bei uns aus. Und da sind wir besonders froh, ein solches Ergebnis zu erreichen. Wir sind ja heute schon über unsere Online-Filiale, also das Online-Banking, das klassische Online-Banking, rund um die Uhr erreichbar für viele Produkte rund um den Zahlungsverkehr. Jetzt haben wir uns noch weiter aufgestellt mit unserer echten Online-Filiale. Das heißt, wir beraten zum Beispiel per Videochat täglich bis 20 Uhr und am Samstag auch bis 14 Uhr. Und hier können die Kunden ganz bequem von zu Hause aus die gleichen Beratungsleistungen in Anspruch nehmen wie in der Filiale. Auch 2015 hat die Sparkasse Südholstein durch ihr gesellschaftliches Engagement wieder viel für die Region geleistet. Zusammen mit ihrer Stiftung unterstützte sie gemeinnützige Zwecke über rund 600 Projekte mit einer Fördersumme von insgesamt 665.000 Euro.